Hallo meine Lieben, herzlich willkommen. Heute mal was ganz anderes. Ich möchte euch heute erstmal ganz, ganz lieben Dank dafür sagen, dass ich heute mal einfach aus der Reihe titsche, okay? Ich wollte gerade anfangen zu kochen und ich habe mir überlegt, ich mache heute einen Kürbis-Nachtisch, okay? Das ist mega geil, schmeckt einfach total klasse und ist ein bisschen süß, aber auch gleichzeitig sehr konsistenzreich. Ich weiß nicht, wie ich das erklären kann gerade. Also es ist einfach ein Nachtisch, was ich für mich und für meinen Mann heute koche und wollte euch nur daran teilhaben lassen. Das sind Kürbisse, ja, also ganz normaler Kürbis, okay? Ich habe den aber diesmal in kleinen Stücken schon fertig gekauft, anstatt den selber zu zerstücken. Ich habe zwei Pakete, okay? Was wir brauchen ist Kürbis, 2 bis 3 Zimtstangen, frische, je nachdem, wie viel du an Geschmack haben möchtest. Ich nehme meistens 3. Und hier habe ich ein Paket mit 4 braunen Zuckerhüten. Das ist Rohrzucker, brauner Rohrzucker, okay? Zimt und diese Kürbisdinger hier, okay? Es ist total simpel, Leute. Ihr nehmt einfach von mir aus 1 Liter Wasser, wie viel auch immer. Ich nehme 1 Liter, okay? Mache diesen Rohrzuckerhut einfach hier rein, okay? Mach schon mal den Herd an, hab ich total verballt. Mit diesem Rohrzucker macht ihr einfach den Zimt rein und wenn das Wasser anfängt zu kochen, macht ihr einfach diese Kürbisse rein, lasst die aufkochen, ja, verrührt das immer schön, damit das so ein bisschen cremig, zuckrig wird, mega klasse. Und Leute, sagt euch, das ist richtig, richtig geil. Leider habe ich keine Funktion der Pause, okay, das heißt, ihr seht vielleicht hier, oder ich mache das mal anders, könnt ihr gleich sehen. Ja, hier ist also der Zimt mit dem Rohrzucker drin. Das ist hier so ein Paket mit 4 Stück, was ich immer habe. Ja, und hier kommt dann diese Kürbisse rein. Nachher hier in den Topf. Das lässt man alles aufköcheln. Dann wird das so zuckrig, cremig. Mega klasse, Leute. Ich sage euch, einfach Porno. Ich werde euch später dann ein Foto reinsetzen von dem, wie das Endresultat ist. Okay? Leute, es war heute mal ganz spontan. Hat nichts mit Karten zu tun. Ich hatte einfach Böcke drauf. Ja, ihr könnt es euch angucken. Ansonsten lasst es einfach weiterziehen. Ist nicht schlimm. Fakt ist einfach, probiert es aus, weil es ist mega, mega klasse. Gerade jetzt zu Halloween kommt es mal richtig gut, einen anderen Nachtisch zu haben. Okay? Das ist auch mega klasse, wenn ihr Besuch bekommt. Schmeckt total geil. Das Ganze dauert vielleicht 1/2 Stunde. Wie auch immer, ist also auch nicht die Welt, aber ist wirklich etwas, wo ich sage, das hast du nicht jeden Tag. Genießt es. Bis dahin. Bye.